Hey Leute, ich bin's wieder, euer Rodax und herzlich willkommen zum nächsten Cyber-Tagebuch wieder hier auf meinem Channel. Ja, und dieses Mal sehen wir mich hier im Freecam-Modus. Ich bin hier quasi mit Freecam auf dem Server, kann hier gerade gucken. Ne, Spaß beiseite, ich bin hier, ich weiß nicht warum, aber irgendwie wird mein Charakter nicht geladen gerade. Ich kann ja auch fliegen und alles. Ah, jetzt geht's. Auf jeden Fall war ich gerade irgendwie unsichtbar und weiß eigentlich nicht den Grund warum. Auf jeden Fall herzlich willkommen zum nächsten Cyber-Tagebuch-Video. Letztes Mal hatten wir ja die Projekte, die Community-Projektvorstellung, kam eigentlich ziemlich gut bei euch an. Ich habe da ein paar Sachen vorgestellt, ein paar Sachen gezeigt, könnt ihr mal gerne reinschauen, wenn ihr wollt. Und dieses Mal geht es hier wieder los bei WRT oder beziehungsweise bei WRT333 oder WSalz, je nachdem, wie ihr es gern habt. Ja, wenn man jetzt spawnt und jetzt links die Straße entlang läuft, dann hat man schon mal ziemlich viele fertige Sachen. Also zum ersten, hier steht mal ein Auto. Ganz kurz vorweg, hier steht ein Auto, hier kann man dann auch schön reinfahren in die Elbphilharmonie, in das Parkhaus. Habe ich mal gebaut und dasselbe gilt generell für die ganze Straße. Ich habe ein paar Autos gebaut, habe ein paar Sachen hingestellt und so weiter und so fort. Und ja, das Hausmeisterhaus ist fertig. Die Krankenstation ist im Fertigwerden. Das heißt, wir sind hier eigentlich schon ziemlich weit. Nächstes Video wird es dann wahrscheinlich, nur mal kurz vorweg, etwas zu XP-Farmen. Zu XP-Farmen aus bei uns zu einem Projekt Office 1 zu einem zukünftigen geben. Aber dazu später mehr. Wir gehen jetzt hier mal direkt ins Hausmeisterhaus rein. Ich werde mal kurz in den F1-Modus wechseln. Und zwar, jo, ich habe das schon mal gezeigt. Hier links haben wir jetzt eine schöne Firmenkantine. Das heißt, hier kann man dann essen, kann sich irgendwas holen. Hier kann man sich das Tagesmenü 1 bzw. das Tagesmenü 2 gönnen. Die vegane Pizza aus Gurken, die ist ja mega gut. Und ja, hier kann man sich auch noch einen Kaffee gönnen. Hier haben wir noch einen schönen, ja, so einen schönen Tisch. Hier haben wir noch ein Büro, so ein offenes. Haben hier einen Damen-WC, haben hier noch einen Herren-WC. Und ja, hier haben wir noch dieses, wie soll ich sagen, das Chefbüro, das Leitungsbüro. Hier kann man dann quasi einfach so chillen als Boss hier und kann hier mal so ein bisschen die, ja, keine Ahnung, die ganzen Rasenmäharbeiten, die ganzen Pflanzarbeiten managen. Hier haben wir noch so ein Lagerhaus, hier haben wir noch so einen kleinen Lagerraum. Ich glaube, hier haben wir noch, das heißt, ich glaube, hier haben wir noch, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe hier dann noch nichts gezeigt und es müsste auch stimmen. Ich sollte ja eigentlich noch nichts gezeigt haben von dem Hausmeisterhaus. Und ja, wenn man dann hier so links rauskommt, hat man hier so eine Blumenzucht. Also man hat hier diese Rosen, die Pfingstrosen, die Rosenbüsche, Sonnenblumen und ich glaube Flieder. Hier hat man die ganzen anderen Tulpenarten und so weiter und so fort. Und hier hat man eben die Rasenmähergaragen. Das war ja eigentlich von Anfang an geplant, dass hier eben schöne Rasenmäher reinkommen. Das heißt, man kann hier quasi seine Rasenmäher lagern, kann mit denen dann nach draußen fahren und wie man hier sieht, hier ist gerade einer am rausfahren und ich glaube, ich habe hier irgendwo einen, genau, hier wird irgendwo einen zum Mähen gebaut. Und ja, im Endeffekt, wenn man jetzt hier auf die andere Seite durchfliegt, also hier direkt durch, hat man hier noch die Baumzucht, hat hier die verschiedensten Baumsorten, weil wie gesagt, bei RT stehen ja auch viele verschiedene Bäume, das heißt, die muss man auch irgendwo züchten, hier hat man die roten und gelben Blumen und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht jeden Blumennamen hier nennen, ich weiß die auch gerade, glaube ich, gerade alle auswendig. Ich glaube, das müssten Margariten sein oder so, irgendwie Pilze, diese Farne, diese toten Büsche und hier eben nochmal die Pilze und die Farne in ihren Wachs, also in ihren, wie soll ich sagen, in ihren Regionen, wo die halt am liebsten wachsen, also das Mycel und das Pozzol. Ja, und wenn wir jetzt Richtung Tierheim fliegen, das ist eigentlich das Interessantere in der Folge, dann haben wir hier viele, viele geile neue Sachen. Zum Ersten, wir kommen hier mal hin und haben hier schon mal Autos stehen, das habe ich ja schon gesagt. Hier fehlen übrigens Lichter, bin ich mir gerade mal so bewusst geworden. Habe ich ein Schild dabei? Nein, leider nicht. Leider nicht, muss ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen Licht anbringen, es ist etwas dunkel hier. Und ja, dann kann man hier nach drinnen gehen. Ich kann mal ganz kurz die Tierstation von oben zeigen. Das werde ich mal ganz kurz machen, damit man so ein Ausmaß sieht, wie groß die eigentlich ist. Und hier, ja, übrigens Grüße gehen raus an den YOLO und Nice, denn der hat hier einen Skin gebaut, habe ich ja letzte Folge schon erwähnt. Der hat hier einen Skin gebaut und dann hat er hier noch geschrieben, der T-Skin ist größer, weil ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Ja, und quasi hier, bitteschön, RT, weil ich ja gesagt habe, jo, dann bauen wir einen RT daneben hin mit goldenen Manschettenknöpfen. Und siehe da, goldene Manschettenknöpfen. Was will man mehr? Auf jeden Fall echt danke dafür. Grüße gehen raus an dich an der Stelle. Wie gesagt, Grüße gehen raus an dich. Und ja, da grüße ich direkt mal von meinem Kopf aus auch mit dem Tiger, der hier so verkehrt rum in die Kamera reinguckt. Hast du gut gemacht, Hans. So perfekt. Aber ist auch erledigt, das Grüßen. Ich gehe jetzt mal in die Tierstation rein. Dann seht ihr mal, wie es da drin so aussieht, was da drin alles so neu ist. So, ja, man kommt hier rein, kann sich hier mal anmelden, geht hier mal am besten zu der Anmeldung, sagt so, yo, ich habe da irgendwie eine Katze mit einem gebrochenen, keine Ahnung,
mit einer gebrochenen Pfote oder einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel oder Schnabel, whatever. Kennt man ja die ganzen Wehwehchen von irgendwelchen Tieren. Oder, weiß ich, keine Ahnung, mein Hund, der ist seit 3 Tagen, der frisst seit 3 Tagen nur Tomaten, ist mit dem irgendwas falsch, keine Ahnung, wissen wir Bescheid. Dann gucken die hier. So, nach einem kleinen Cut bin ich wieder zurück. Ich wurde gerade unterbrochen in meiner Aufnahme, deswegen, ja, dann machen wir den Rollentausch quasi, gehen hier nach hinten und gucken hier im Archiv nach, hat der Typ schon irgendwie, oder hat der Hund schon, war schon mal hier oder so. Und hier kann man dann auch noch irgendwie die Akten durchscannen und so weiter und so fort. Ist halt so mal die Anmeldung, hier kann man noch chillen. Hier hätten wir eben noch durstig und hungrig für die Hunde oder auch für Katzen, whatever. Ich habe das jetzt hier mal für Hunde hingeschrieben, wegen Wuff und so. Aber ja, dann geht's hier weiter, hier hinten. Hier haben wir zum einen mal so Spinde, wo man eben dann, keine Ahnung, hier kann man dann sein Tier abgeben, irgendwie, das wird hier dann so eingeordnet in diese Spinde. Hat hier nochmal Herren und Damen, Dusche natürlich, hier für die ganzen Mitarbeiter auch. Oder wenn die gerade irgendwie eine OP hatten, damit die sich eben nachher duschen gehen können. Und hier geht es dann weiter mit dem ersten Behandlungszimmer. Das heißt, hier kann man dann den Hund drauflegen zum Beispiel, der wird hier untersucht und so weiter und so fort. Hier sind eben die ganzen Geräte im Regal. Dann wird einem hier gesagt, jo, das und das hat der Hund und dann geht es eben weiter. Das ist wie gesagt so eine Tierstation eben. Hier das Ganze mit OP-Raum auch noch. Das heißt, man kann hier für schwere Operationen, keine Ahnung, wenn der Hund mal einen Bandscheibenvorfall hat oder irgend sowas, gibt es ja bei Schäferhunden des Öfteren und so weiter und so fort. Dann kann man den zum Beispiel auch hier operieren. Kann hier den wieder gesund machen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ist halt so eine kleine Tierstation. Und hier oben, hier geht es quasi zum Chefbüro und zum Konferenzraum. Das heißt, hier gibt es auch einen kleinen Konferenzraum. Hier kann man eben dann so sitzen, kann hier an der Konferenz teilnehmen, kann hier die neuesten Sachen besprechen, kann, weiß ich, keine Ahnung, die neuesten Medikamente, den neuesten Schrei und so weiter und so fort. Was haben wir hier noch? Da gibt es auch Espresso, ein paar Lattes und Druckerfarbe, das, was man halt alles zum Leben braucht. So. Als nächstes haben wir hier das, wie soll ich sagen, das Zimmer, der Zimmer hier, also das ist quasi so das Hauptchefbüro, wie man das auch so nennen mag. Also das ist so wirklich das, wo halt der Leiter der Tierstation dann sitzt. Der hat hier einen schönen Ausblick durch das Rote Kreuz, wollte ich sagen, durch das Weiße Kreuz eigentlich hier. Ist eigentlich so, soll so ein rotes Kreuz eigentlich darstellen, also so irgendwie Hilfe oder weiß nicht, Verpflegung oder ich weiß nicht, wofür das Rote Kreuz alles steht, aber halt für medizinische Hilfe halt. Ja, und dann haben wir hier eben seinen iMac oder iFlow 5K noch am Start. Also wie gesagt, der ist hier schon gut ausgerüstet, ist hier auch schön in Ruhe hier oben von dem ganzen Zeug, kann hier alles managen und so weiter und so fort. Und ja, dann haben wir noch einen letzten Bereich der Tierstation und zwar ist der, wenn man hier nach draußen geht, hat man eben so ein kleines Lager aus Heu für das ganze Essen für die Tiere, zum Beispiel hier Melonen. Hier hat man eben in den Kisten vielleicht ein bisschen Fleisch für die Hunde, für ein bisschen, weiß nicht, keine Ahnung, so Zeug. Ja, hier ist genau, hier ist der böse Junge Käfig. Das heißt, wenn mal irgendein Hund schlimm war oder so, dann kann der hier mal reinkommen, wird hier dann mal alleine gelassen ohne die anderen Hunde, einfach damit er sich wieder beruhigt. Und ja, hier sind eben noch ein paar Regale und so weiter und so fort. Da tut man sich halt schwer, in Minecraft so ein Regal zu bauen, was reinzulegen. Das geht halt leider nicht. Deswegen habe ich das mal alles hier oben drauf gestellt und nebenan gestellt. Und ja, hier bin ich gerade am Bauen. Hier sind meine Bauboxen. Das sind meine Schalker Bauboxen. Da habe ich eigentlich mein ganzes Zeug drinnen immer, damit ich nicht immer hin und her laufen muss. Und ja, hier draußen bin ich gerade am Fertigwerden. Aber da ist mir jetzt ein Projekt dazwischen gekommen. Deswegen, das wird wahrscheinlich erst übernächste Folge fertig sein. Ja, hier sind die ganzen Zwinger, die ganzen Gehege eigentlich. Würde ich mal sagen, das ist ja kein Zwinger, weil es ist ja irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, 5. Es sind ja irgendwie 30 Quadratmeter, also das ist schon groß. Also euer Zimmer hat wahrscheinlich, also keine Ahnung, so ein Durchschnittszimmer hat irgendwie so 25, 20 Quadratmeter, glaube ich. Also so ein kleineres, würde ich eher mal sagen. Das heißt, die haben hier eigentlich schon ordentlich Platz. Das ist auch wichtig, damit die halt irgendwie rumlaufen können, damit man das auch später besser dekorieren kann. Weil wenn du irgendwie so ein 2x2 oder so ein 2x2 Meter dickes Ding hast, da kannst du ja irgendwie nichts machen. Und ja, ich bin dann, ja, der Floytrana. Hi. Hi. Bin am Aufnehmen. Scheiße. Habe ich gerade mega verschrieben. So, hi, bin am Aufnehmen. Wollte ich ihm nur schreiben, damit er jetzt nicht mich zuspammt oder so. Oder irgendwie Sachen schreibt, die man besser nicht im Stream zeigen sollte, im Stream, im Video zeigen sollte. Ja, und das Ganze gibt es ja noch in XXL. Hier sollen die Eisbären reinkommen. Denn ich habe 4 oder 5 Eisbären. Bald Office 3. Wedidl lohnt sich. Ja, genau. So, auf jeden Fall, hier habe ich die ganzen größeren Zwinger für Eisbären und so weiter und so fort. Also hier kommen auch alle Tiere rein, die es in Minecraft gibt, soweit. Vielleicht nach diesem Aqua-Update kommen wir noch irgendwo noch Fische hin im Raum oder so. Mal gucken, wie wir das machen. Oder Delfine. Aber dazu später mal mehr. Hier ist noch so ein kleiner Teich. Hier sollen daneben ein paar so Hunde sitzen. Noch das Ganze so ein bisschen, ja, so sagen, so ein bisschen abrunden. Und
Bald auch am St Ach Gott, Flo, ich hasse dich so viel. Ja, der Waschbär hier schon wieder am Start, ich sag's euch. Und wenn man dann eben hier diese Straße entlang fliegt, dann kommt man hier auch zu einem End-of-Road-Sign. Und das hat auch einen Grund, warum das hier ist, warum hier halt einfach keine Straße hingeht. Hier soll auch eine Straße hingehen, damit die Leute das finden. Denn hier, wie gesagt, hier kommt bald etwas hin. Das wird euer Vorstellungsvermögen, ja, wie soll ich sagen, das wird das eigentlich ziemlich wegfetzen. Oder, ja, hallo Flo, das wird ziemlich nice werden. Und ja. Ich werde mal hier irgendwas, ich werfe dir mal hier einfach oder das Fleisch hin, damit er Bescheid weiß. Oder warte, ich schreibe mal Waschbärenfutter. So, ich hoffe, das hat er noch gelesen. So, und jetzt warten wir noch ganz kurz auf den Flug, bevor ich hier die Abmoderation mache. Denn eigentlich bin ich durch mit dem Thema für. Gott. Du bist so ein Spaß, Flo. Du bist so ein Spaß, aber ja, egal. Ja, hat er gut gemacht. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Und ich hoffe dann auch mit dem Projekt Office 1. Ja, Flo, jetzt gibt es hier Abmoderation gerade. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Und wir gucken hier noch dem Flo sein Schild an. Und ich sag mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rodax.